Löten, Schweißen und Pressen, das gehört zu den Aufgaben von Lukas Brief und Jonas Rauschert. Die beiden lernen den Beruf des Anlagenmechanikers für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Normalerweise arbeiten die Azubis bei der Firma Heinz Brückner in Großheirath. Heute sind Lukas und Jonas im Berufs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer zu Coburg. Übrigens, nicht selten führt der Weg zu so einem Traumjob über ein Praktikum. Bei dem Praktikum hat mir am besten gefallen, dass die Praktikanten auch richtig mit anpacken durften und auch selber was machen durften. Also ich musste zum Beispiel Löcher in die Wand stemmen für einen Anschluss für einen Wasserhahn für draußen. Selber anpacken darf der potenzielle Nachwuchs auch bei der Handwerksmesse. Die Schüler löten, hämmern oder schrauben an verschiedenen Stationen. Sie schnuppern in den Beruf und testen ihr Geschick. Also wir wollen heute den Jugendlichen zeigen, dass Handwerk nichts Altes, nichts Verstaubtes ist und vor allen Dingen, dass man Sachen selber ausprobieren kann. Das Angebot reicht von der Kunststoffverarbeitung über die Metallbranche bis hin zum Friseur- oder Bäckerhandwerk. Ja, wir haben ja 130 Berufe im Handwerk und wir zeigen hier heute 20 Berufe in Coburg, um den jungen Leuten aufzuzeigen, welche Zukunftschancen denn im Handwerk gegeben ist. Ich denke nur an den Bereich E-Mobilität, ich denke an Smart Home. Es gibt hier technologische Entwicklungen, die dem Handwerk in die Karten spielen die nächsten Jahre und das wollen wir hier aufzeigen. Auch ein prominenter Gast ist unter den Besuchern, Ramona Brehm, Miss Handwerk 2018 und Botschafterin des Coburger Landes. Die Schornsteinfegergesellin schlendert von Stand zu Stand und wirbt fast nebenbei für ihre Branche. Ich habe mich natürlich für das Handwerk entschieden, weil mir die ganzen Wege offen stehen. Das Handwerk ist sehr vielfältig und auch sehr modern. Natürlich pflegen wir auch noch Traditionen wie Uniformen. Ne? Wir Schornsteinfeger lieben das natürlich, wenn wir auch den Leuten ein bisschen Glück bringen können. Und Handwerk ist natürlich, stellt was dar. Und im Handwerk zu sein, ist meine große Liebe. So wird an diesem Tag informiert, ausprobiert und vielleicht sogar der Grundstein für eine große Liebe gelegt.